Der Pater Prassad ist das erste Mal da in der Landkirche zu Berschwil. Er ist kurzfristig für die Messe eingesprungen, seit Ende Jahr ist die Stelle vom Priester vakant. Liebe Brüder und Schwestern, in den Tagen der Fastenzeit haben wir uns auf Osten vorbereitet. In alle Ewigkeit. Amen. Es ist keine einfache Sache für den katholischen Priester aus Indien und Helfer aus der Gemeinde, die noch nie zusammengearbeitet haben. In der Kirche ist der Pater Prassad dann aber schnell in seinem Element. Jesus Christus hat unserem Namen in Gottes Hand mit roter Tinte mit seinem Blut geschrieben. Beten auf Indisch. Für die Kirchengänger ungewohnt. Shandi, Shandi, Shandi. Dieses Gebet ist vor 5000 Jahren von indischen Mystikern geschrieben. Es bedeutet: Führe mich von der Nichtwahrheit zur Wahrheit. Die Kirchengemeindepräsidentin ist auf jeden Fall froh um den Priester aus Indien. Es ist sicher speziell, ja. Aber wir sind natürlich auch angewiesen auf solche Leute, die spontan bereit sind, auch bei uns Aushilfe zu machen. Und da sind wir sehr froh drum. Schönes Sonntag. Danke jedenfalls. Als Katholik ist das immer schon eine innerliche Einheit, eine Glaubenseinheit. Und man versteht schnell, weil die Messe ist alles gleich. Dankeschön. Schönes Sonntag. Schönes Sonntag. Wie heißt du? Nadia. Nadia, schöner Name. Ortswechsel. In der St. Josef-Kirche zu Kleinbasel steht für den Aushilfspriester eine afrikanische Messe auf dem Programm. Sein Kollege, der Pater Paxi, auch ein Aushilfspriester, hält die Predigt auf Englisch. Für eine kurze Pause gehen sie darauf ab in ihr Kloster. Ein Mini-Kloster in einem Wohnblock. In einer Mietwohnung, die zu diesem Zweck extra geweiht werden musste. Das Dritte wohnen und beten sie hier. Vor eineinhalb Jahren hat sie ihren Orden auf Wunsch eines Basler Pfarrer aus Indien in die Schweiz geschickt. Ich habe früher Missionare aus der Schweiz oder aus Europa nach Indien, nach Asien gekommen und jetzt umgekehrt. Wir sind hier. Auch der Pater Austin hilft wegen dem Priestermangel regelmässig in verschiedenen Gemeinden aus. Ihre eigentliche Aufgabe, die Kleinbasel, Sex aber zwischen den Kulturen zu vermitteln, den Menschen bei ihren Problemen zu helfen und Hilfe von Gott anzubieten. In der Schweiz werde der Glaube nicht mehr so an die Kinder weitergeben. Das sei auch ein Grund für den Priestermangel in der Schweiz. Und wenn die Familien haben keinen Glauben haben, auch gibt es auch keinen Glauben in der Gesellschaft, gibt es auch das kommt auch sichtbar überall in der Kirche auch. Ja, und dann Priester, das ist eine Berufung. Gott ruft ständig die Menschen, aber man muss das hören. Die indischen Priester hoffen, dass der Ruf gerade in der Osterzeit wieder mehr gehört wird. Die Pause der Priester ist vorbei. Auf dem Programm von heute steht noch die grosse Abendmesse, wo sie mithelfen.